Nee, ist doch die zweite. Ich will ja hier mal lang gehen. Ich will ja nicht immer das gleiche lang gehen. Da kommt man ja auch wahrscheinlich dahin. Ist das hier schön? Nee, den bedingt noch nicht. Hier ist auch wild. Das riecht man richtig. Hier ist wild hier in der Nähe. Das riecht man. Wolke hier rüber. Hier würde ich abends nicht alleine gehen. Na, hier gehe ich jetzt auch nicht mehr weiter hoch. Ist auch kein Schild. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Oh, das ist ja ein hübscher Weg. Das Wandern ist. Hier sind Schmetterlinge. Was der Mann wollte haben. Hier ist nicht so wild. In der Nähe. Das riecht man. Das riecht man, wenn das hier in der Nähe ist. Wieder Leute. Nee. Doch, das sind Leute. Und hier auf der Strecke keine. So konzentriert. Die Wege, die unbekannt sind, da laufe ich meistens immer alleine. Steht ein Häuschen da.
Da. Ganz klein. Versteckt. Nee, das ist ein Anwesen. Wochenendhäuschen. Weiter gucken. Nehmen wir mal hier runter. Gucken. Hier ist kein. Nehmen wir hier geradeaus weiter. Hier bitte nicht lang gehen. Hier geht es dann Richtung Hildesheim. Ach, ist das hier hübsch. Eine Hütte. Oh, da würde ich aber auch keine rauchen. Nee, da kann man nicht so sitzen. Es ist herrlich hier. Aber hier ist es wärmer. Aber schön. Also den Wald muss man noch erkunden hier, das kennt man noch lange nicht alles.
man, dass er wenig bewandert ist. Schön. Die müssen das hier auch bezahlen. Hier. Na, hier rieche ich kein Wild. Hier in der Nähe. Wild stinkt so einartig. Streng auch. Hier ist nochmal ganz dunkel hier im Wald. Gekommen. Wir gehen wandern jetzt hier heute. Irgendwo komme ich hier raus. Nicht gut ausgeschildert hier. Absolut nicht. Oh, schön. Und dann fahre ich mit dem Zug nach Hause, wieder nach Bad Harz, nach Bad Detpott. Wunderschön. Aber auch kranke Fichten bei hier. Richtig gut für die Lunge. Sport. Sauerstoff. Ist nicht gut ausgeschildert hier, absolut nicht.
noch auf den anderen Weg. Die Sonne hinten. Die Kolzen ist ja auch nicht schlimm. Fährt der Bus. Die Landschaft ist schön. Oh, hier ist ein Wasser. Einen Frosch sieht man hier nicht. Läuft im Wasser. So, dann wird man wenigstens heute müde, heute Abend. Meine Tasche packen. Oh, hier, ja. Ist aber nichts ausgeschildert hier. Frisch hier. Oh. Irgendwo muss man ja hier rauskommen. Die Musik habe ich die Vögel hier. Nichts ausgeschildert hier. Hier geht ein Hauptweg. Aber wo? Hier ist eine Bank. Machen wir es mal kurz. Hier ist doch die. Genau. Na, hier weiß ich Bescheid. Hier geht's auch nach.
immer die Kinder gewesen. Hier ist der erste Schild. Bad Salz-Tetfurt. Die Kolzen geht's hier lang. Petze geht nach da lang. Hier geht's nach Dickholzen. Das ist nicht weit, 2,5. Da kommt Fahrradfahrer. Mann, aber freundlich. Die beiden haben gegrüßt. Das hat man auch nicht immer. Unheimlich verändert. Und esse ich noch meinen Quark. Das ist frisches. Das tut einem richtig gut, die Wanderung. Oh.
Mal auslaufen, mal wieder. Das brauche ich auch. Was ist das nicht da? Die Heide ist. Ah, nee, ist auch nicht. Hier geht er zum Turm hoch, glaube ich. Zipperte oder wie das da heißt. Also sogar zum Sitzen noch Sport treiben. Eine Straße sein. Das hört man hier schon. Den Weg kann auch jeder laufen. Der ist hier wieder barrierefrei hier. Hier in der Nähe ist auch wild. Oh. Ein Fuchs ist oder sowas. Jetzt bin ich wieder weg. Ins Wasser. Ja, nein, nee. Oh, ist frisch.
kommen welche. Schöner Weg hier. Da kannst du stundenlang rennen bei so einem Weg. Der ist nicht zu hart, nicht zu weich. Jetzt muss ich hier rauskommen. Oh, ist das herrlich. Weit nach Hildesheim nicht mehr. Es wird schon bewölkter. Wie schaffe ich das denn noch? Bis zur Stadt oder zum Ort. Hier bin ich noch nicht gegangen. Hier können wir uns noch mal kurz hinsetzen. Aber auch wieder kein Schild. Hier geht auch ein Weg rein. Aber auch kein Schild. Können wir hier vorbeifahren lassen. Ach doch. Schild ist. Mein Rucksack und wir gehen nach Andernier lang. Kilometer noch ungefähr nach Dickholzen. Wenige Ausschilderung, aber wirklich sehr wenige Ausschilderung hier in der Umgebung. Die
Ortskunden kennen sich hier aus. Aber hier bin ich noch nicht lang gegangen. Wandern ja. Über einen Sportplatz oder was rausgekommen. Oh, die Sonne geht so ein bisschen weg. Jetzt kommen die Wolken so ein bisschen vor. Ist auch nicht schlimm. Mein Ziel habe ich erreicht. Ist auch nicht ausgeschildert, wo es hier geht. Umweg. Diesen Weg kenne ich hier noch nicht. Oh, hier ist ein Teich. Wieder so ein Tümpel. Tümpel. Ach, da geht hier noch weiter, der Tümpel. Es wird schon bewölkter jetzt. Gerase. Noch ein bisschen Wasser drin, aber nicht mehr viel. So. Siehst du, da kommen wir von den anderen Weg hier rein. Jetzt zum Sportplatz wieder hin. Ja, das andere habe ich ja alles schon. Radweg. Hier ist ein Fußweg. Aber hier zu Fuß da. Dickholzen.
keiner da. Muss ich auch mal ranziehen. Hier fährt hier ein Bus. Sehen. Kann man nicht erkennen. Oh, die Sonne geht jetzt immer weg. Stedford nach die Kolzen. Wie das sonnige Wetter hier noch ausgenutzt. Hyasum, 11 Kilometer. Na, da laufe ich jetzt nicht mehr hin. Hypensum oder wie das da heißt. Oh, herrlich. Oh. Hier auch mal. Oh, das Gras hier. Das ist gleich Stress, wenn man an die Straße kommt. Denkt man, ist im Harz hier. Die kurzen. Da ist das Schild. Da wollte ich noch hin. Oh. Nach die Kolzen. Reinfliegt. Die Kreuze.
Ja, das Schild hier auch. Ich habe meine Tour geschafft.